Hey Leute, willkommen bei Pandido und unserer Playmobil-Polizeigeschichte Kevin gegen die Polizei. Mal sehen, was passiert. So, dem Bullen bin ich entkommen. Mal sehen, was mir noch so einfällt, was ich am Blödsinn bauen kann. Ah ja, hier scheint mir perfekt zu sein. Hier kommen bestimmt viele Omis mit ihren Handtaschen lang. Ich werde hier hinter diesem Baum in Deckung gehen und dann einfach warten, bis eine vorbeikommt und dann schnappe ich mir ihre Handtasche. Mensch, wo bleiben denn die ganzen Omas? Das wird ein bisschen langweilig hier. Hä? Was? Was ist das denn? Das soll ich sein? Ein Fahndungsfoto? Das sieht doch nicht aus wie ich. So fett bin ich doch nicht. Na warte, da mache ich noch ein Kunstwerk draus. So, jetzt sollen die mich mal erkennen. Aber das werde ich denen heimzahlen. Mal gucken, wie ich den Polizisten auf die Nerven gehen kann. Ah ja, da haben wir ja schon unseren ersten Kandidaten. So ein Auto kann ich leider nicht fahren. Ich habe keinen Führerschein, aber... Ah ja, die Räder, die würden sich bestimmt gut an meinem Board machen. Das ist eine Bombenidee. Die montiere ich mal eben ab. Mit meinem mobilen Radschlüssel hier ist das auch kein Problem. So, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und zum Schluss Nummer 4. Fertig, jetzt nur noch dran damit ans Skateboard. Ach Mist, die Räder sind wohl viel zu groß für das Board, die passen überhaupt nicht ran. Ach, sowas Blödes, blöde Räder. Egal, ich schaue mich mal weiter um. Immerhin kann die Karre jetzt nicht mehr fahren. So, meine Patrouille ist zu Ende. Jetzt nur noch schnell diesen Bericht abgeben und dann kann ich mit Mathilda Kaffee trinken. ein Motorrad. Und auch noch von der Polizei, das ist ja perfekt. Damit kann ich bestimmt was anstellen. Oho, schickes Teil. Ja, heißer Ofen. Und oh, was sehe ich denn da? Der Schlüssel steckt noch. Na, hat es wohl jemand eilig, hm? Motorrad oder Skateboard? Das will gut überlegt sein. Skateboard, Motorrad, Skateboard, Motorrad, Skateboard, Motorrad! Was für ein Sitzgefühl und sogar einen Helm habe ich auf. Ich bin echt ein Vorbild. Okay, dann wollen wir den Motor mal starten. Und... Autsch! Das ist doch ein bisschen schwerer, als ich dachte. Na los, auf ein neues. Aha, interessant. Wen haben wir denn da? Der würde sich gut als Handlanger eignen. Ich glaube, den hole ich mal in unsere Bande.